Wie vielen Jahren lässt sich eine Gynäkomastie behandeln, beziehungsweise wann sollte man eine Operation vornehmen? In aller Regel ist das ja eine ästhetische Operation, das heißt, man sollte volljährige Patienten haben. Gerade in der Pubertät wäre sowas nicht sinnvoll, der Körper verändert sich noch. Wenn man wirklich eine ausgeprägte Gynäkomastie hat in der Pubertät, sollte die auch erstmal endokrinologisch, das heißt durch einen Facharzt für innere Medizin, abgeklärt werden. Denn hier könnte man eventuell noch mit Medikamentengabe bzw. Regulierung des Hormonhaushaltes behandeln.